Jesus spricht über die Zerstörung von Amerika, das moderne Ninive. 24. Juni 2016, Worte von Jesus an Schwester Claire. Die beständige Ausdauer von Jesus in seinem Leiden sei mit uns allen. Bitte, Herzbewohner, betet das göttliche Barmherzigkeitsgebet jeden Tag. 3 Uhr ist die beste Zeit, wenn ihr Zeit habt, aber bitte betet es und meditiert über die Stationen des Kreuzes, was euch enorm stärken wird in der Not. Heute Abend, als ich das Abendmahl gefeiert hatte, hielt ich den Wein hoch zum Herrn. Und wie an anderen Tagen sah ich, wie er den Kelch nahm und ihn über die Erde goss. Ich sah auch, wie er die Hostie brach über der Erde. Er gießt sich selbst über die Erde, Herzbewohner, für die Konvertierungen in letzter Minute und als Wiedergutmachung für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Als ich ins Gebet kam, hielt mich der Herr sehr nahe. Er war sehr nachdenklich. O Claire, wir sind so nahe, so nahe. Ich halte meinen Atem an. Dies ist so viel intensiver als meine Leidensgeschichte, viel intensiver. Und als er mich hielt, fühlte ich das Stöhnen hochkommen aus seinem Innern. Ein entsetzliches Stöhnen, ein tiefer innerer Schmerz, der aus seinem Innern hochkam. Er fuhr weiter. Bis jetzt habe ich nicht zugelassen, dass du meinen Zustand siehst. Aber ich muss dir sagen, ich befinde mich in einem qualvollen Schmerz. Ich bin wirklich atemlos. Dies ist das schlimmste Ding, das ich jemals tun musste. Da gibt es nichts Vergleichbares, aber die Erde muss von dem Schmutz gereinigt werden, welcher sie übernommen hat. So viel Schaden wurde angerichtet von den Gierigen und Reichen. Sie essen buchstäblich die Nahrung weg von den Tellern der Armen. Wo ich doch die Erde mit ausreichend Ressourcen erschaffen hatte für alle. Armut war niemals nötig, obwohl ich Hungersnöte genutzt habe, um die Aufmerksamkeit meiner Leute zu bekommen, wenn sie sich verirrt haben. Aber jetzt, was soll ich sagen? Vater, errette mich vor dieser Stunde. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dies muss getan werden, aber wie überwältigend finster und dunkel die künftigen Tage sein werden. Meine Braut, ich wollte unseren Hochzeitstag nicht besudeln mit diesen Sorgen, aber wie kann ich sie vor dir verbergen? Du weißt, dass ich nicht ganz offen war mit dir und es ist nicht mein Wunsch und auch nicht meine Gewohnheit, Dinge verborgen zu halten vor meinem eigenen Fleisch und Blut. Mein Herz steht still und da ist Stille im Himmel aufgrund dessen, was bald geschehen muss. Alle staunen und halten ihren Atem an, wegen der Zerstörung der Nationen. Alle sind eingestimmt auf diese Stunde, die über uns ist. Wir befinden uns in vollkommener Reinheit. Und alle halten ihren Atem an, genau wie ich es tue. Die Erde selbst wartet stöhnend mit der ganzen Schöpfung, ob dem, was geschehen muss. Das universelle Bewusstsein des Kampfes zwischen Licht und Dunkelheit ist tausendfach größer im Leben meiner Schöpfung. Oh ja, meine Schöpfung hat Leben. Obwohl sie mir nicht ähnlich ist, sie hat eine Wahrnehmung für jene Dinge, die für sie wichtig sind.
Und wie ein Pferd, das von einem Betrunkenen geritten wird, ist sie sich der Verdorbenheit der Menschheit bewusst. Ja, äußerst bewusst. Es ist die Stunde der Finsternis, der Triumph des Bösen über das Gute. Und an jenem Punkt musste ich eine Pause machen, Herzbewohner. Ich fühlte, wie der Herr durch die Schriften mit mir sprechen wollte. Also öffnete ich andächtig die Bibel beim Buch Nahum, worin es ausschließlich um die Zerstörung von Ninive geht und wie die Grausamkeit der Assyrer in Ninive von anderen Nationen gefühlt wurde. Es wurde durch Feuer und Wasser zerstört. Ich möchte hier einen Augenblick nehmen und mit euch einige Parallelen teilen. Nachdem sie für mehr als 600 Jahre geherrscht hatten mit abscheulicher Tyrannei und Gewalt, vom Kaukasus und dem Kaspischen Meer bis zum Persischen Golf und darüber hinaus, Ninive verschwand wie ein Traum. Ihr Ende war eigenartig, plötzlich und tragisch. Es war Gottes Tat, sein Urteil für den Stolz Assyriens. Das Aussehen der Ruinen zeigte deutlich, dass die Zerstörung der Stadt nicht nur dem angreifenden Feind zuzuschreiben war, sondern auch der Flut und dem Feuer. Folglich wurden die alten Prophezeiungen darüber bestätigt. Die kürzlichen Grabungen haben gezeigt, dass Feuer ein enormes Hilfsmittel war, um die Paläste von Ninive zu zerstören. Nun, das war das antike Ninive. Und der Herr nutzt dies hier als Parallele zum aktuellen Ninive. Da gibt es Punkte, die genaue Parallelen ziehen zu den Vereinigten Staaten. Hier unterhalb Glasreflexionen in Klammern. Nahum 1. Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Der Herr ist ein Rächer und er ist voller Zorn. Der Herr rächt sich an seinen Gegnern und er bringt seinen Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zu verärgern, aber groß an Kraft. Der Herr lässt die Schuldigen nicht ungestraft. Der Weg des Herrn liegt im Wirbelsturm und im Gewittersturm, und die Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Die Berge beben vor ihm und die Hügel schmelzen. Die Erde zittert bei seiner Gegenwart. Dies sind Erdbeben und Tsunamis. Die Welt und alle, die in ihr leben. Wer kann seine Empörung überstehen und wer steht auf in seinem heftigen Unmut? Sein Zorn wird ausgegossen wie ein Feuer und die Felsen zerbrechen vor ihm. Nun, das klingt so ziemlich wie ein Atomkrieg für mich. Der Herr ist gut, eine Festung am Tag der Not, und er kennt jene, die Zuflucht suchen bei ihm. Besonders jene von uns, die den Psalm 91 beten und dem Herrn wirklich vertrauen. Aber mit einer überwältigenden Flut bereitet er dem Ort ein komplettes Ende. Und das erinnerte mich an New York City unter Wasser, die überwältigende Flut von New York und San Francisco. Und Dunkelheit verfolgt seine Feinde. Die mehrstöckigen Dumps, Untergrundbunker und Basen, die Bereiche der Dunkelheit. Was immer ihr gegen Gott plant, die neue Weltordnung, dem wird er ein komplettes Ende bereiten. Das erinnert mich an das Millennium. Not und Elend wird nicht ein zweites Mal aufkommen. Obwohl sie so verhakt sind wie Dornen und wie Betrunkene mit ihrem Drink, werden sie verzehrt sein wie völlig vertrocknete Stoppeln. Und das erinnert mich an den Materialismus, welcher so enorm ist in diesem Land, dass die Menschen nicht erkennen, worauf es hinausläuft. Sie sind völlig überwuchert von Dornen
und sie sehen nicht, was kommt. Von dir, Ninive, kam einer hervor, der Böses plant gegen den Herrn, ein Berater des Teufels. Das wäre Obama. Deshalb sagt der Herr, obwohl sie stark sind und viele, werden sie trotzdem abgebrochen sein und vergehen. Und das wäre die NATO, die Verbündeten. Sie werden zerstört werden und dahinscheiden im Weltkrieg. Obwohl ich dich heimgesucht habe, werde ich dich nicht länger plagen. Jetzt breche ich ihr Joch von euch und zerreiße eure Fesseln. Welchen Widerstand haben wir Israel geleistet, indem wir versuchten, die Nation zu teilen? Der Herr wird das lösen. Der Herr hat euch einen Befehl gegeben betreffend Ninive. Euer Name soll nicht mehr gesät werden. Aus dem Haus eurer Mächtigen werde ich die geschnitzten und geformten Bilder entfernen. Das erinnert an den Rundbau des Kapitols und an Washington, die Art, wie Washington angelegt ist und die Bildzeichen und Gemälde der römischen Götter. Ich werde euer Grab bestimmen, denn ihr wart ohne Bedeutung. Wieder Erdbeben und Tsunamis. Nahum 2. Er, der in Stücke bricht, ist vor eurem Gesicht aufgetaucht. Russland, Nordkorea und China. Bewacht eure Schutzwände, bewacht eure Straßen, stärkt eure Lenden und stärkt eure Kräfte. Die Schilder seiner mächtigen Männer wurden rot. Das ist Russland. Die Kämpfer sind in Scharlach gekleidet. Die Streitwagen sind wie brennende Fackeln am Tag der Vorbereitung. Und die Zypressen werden schwanken. Die Streitwagen düsen durch die Straßen. Das ist ein Häuserkampf. Sie sausen nacheinander über die breiten Straßen. Sie sehen aus wie brennende Fackeln und sie sausen dahin wie Blitze. Er erinnert sich an seine Edlen. Sie stolpern auf ihrem Weg. Sie sind nicht vorbereitet und wir haben kaum noch Truppen übrig. Sie wurden alle absichtlich weit weg von unserem Land stationiert. Sie laufen zur Stadtmauer. Das schützende Schild ist aufgestellt. Die Flusstore wurden aufgeworfen und der Palast brach zusammen. Überall Flut. Das antike Ninive ist wie ein Wasserbecken. Jetzt fliehen sie. Sie rufen Stopp, Stopp, aber keiner kehrt zurück. Das erinnert mich an die Folgen eines Tsunamis. Wenn ein Tsunami kommt, zerstört er alles. Und dann läuft es wieder zurück ins Meer. All ihre Schätze verschwunden. New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago. Aber nichts kommt zurück. Plündert das Silber, plündert das Gold. Da gibt es keine Begrenzung für die Schätze, ein Reichtum aller kostbaren Objekte. Sie ist leer und öde. Das Herz ist geschmolzen, die Knie geben nach und es gibt viel Schmerz in allen Gliedern. Und all ihre Gesichter sind erbleicht. Der Schock der Amerikaner, wenn unser Land angegriffen wird. Nahum 3. Wehe der Stadt des Blutes. Alles ist eine Lüge, angefüllt mit Beute. Die Beute fehlt nicht. Für mich ist das Washington und New York. Montierte Reiter mit hellen Schwertern und glänzenden Speeren und viele Verwundete und eine Menge toter Körper. Sie stolpern über die Toten. Aufgrund der vielen Hurereien der beliebten Hure, Liebhaberin der Hexerei und Zauberei, welche Nationen verkaufte durch ihre Hurereien und die sich zusammenschließt durch ihre Hexerei. Das spricht für mich von dem ganzen Vatikan-Debakel und von der USA und der neuen Weltordnung. Alles bewegt sich in jene Richtung.
Die okkulten Symbole in alledem sind gewaltig. Schau, ich bin gegen dich, erklärt der Herr der Heerscharen. Ich werde deine Röcke anheben über dein Gesicht und den Nationen deine Nacktheit zeigen. Völlige Zerstörung. Und ich werde Abscheulichkeiten über dich werfen und dich mit Verachtung behandeln. Und ich werde aus dir ein Spektakel machen. Überall Ruinen und die Städte sind verschwunden. Auch du sollst betrunken werden und dich verbergen. Auch du sollst Zuflucht suchen vor dem Feind. All deine Festungen sind Feigenbäume mit reifen Feigen, und wenn sie geschüttelt werden, fallen sie in den Mund des Essenden. Für mich ist das die Plünderung der unterirdischen Städte. Schau, deine Leute sind Frauen, die Tore deines Landes werden weit offen stehen für eure Feinde. Wir haben keine Tore, wir haben keine Mauern, wir sind ungeschützte Dörfer. Feuer soll eure Tore verzehren. Für mich klingt das nach Atombomben. Deine Verletzung kann nicht geheilt werden. Deine Wunde ist ernst. All jene, die Neuigkeiten über dich vernehmen, werden in die Hände klatschen, wegen dir. Denn über wen kam dein Übel nicht ohne Unterbruch? Das sind also ein paar Parallelen. Ich habe niemals zuvor verstanden, was dieses Buch bedeutet. Aber ich fühle wirklich, dass der Herr mir die Augen und mein Verständnis geöffnet hat dafür heute Abend. Und ich fragte den Herrn auch über Putin, weil ich eine enorme Last spürte wegen ihm. Und ich fühle gerade, dass es etwas Gutes gibt an dem Mann. Deshalb fragte ich den Herrn, weil der Herr mir sagte, dass er in all das verwickelt sei. Er ist Teil des Programms, dessen Drehbuch von den Mächtigen geschrieben wurde. Und ich sagte, Herr, bitte, ich bin bekümmert, was über Putin gesagt wurde. Ist er am Ende doch auf der Seite der Elite? Und der Herr antwortete mir, er entspricht nur den Auflagen dessen, was getan werden muss. In Wirklichkeit hat er nicht die Kontrolle über die Welt. Noch tun das die Chinesen. Sie stehen alle im Drehbuch, Claire. Er ist ein anständiger Mann, ganz ähnlich wie der andere Führer, den du bewundert hast. Auch ein anständiger Mann war, aber er steht unter der Kontrolle der Fürstentümer. Erleichtert das dein Herz? Ja, ich denke, Herr. Er spricht hier von einem anderen Führer, der in eine Position gebracht wurde. Er hatte große Integrität und war loyal gegenüber Gott. Aber er wurde in eine Position gebracht, wo er nicht mehr unabhängig handeln konnte. Aber nichtsdestotrotz hat der Herr sein Leben gesalbt, obwohl er Dinge tun musste, welche er selbst nicht so gemacht hätte. Der Herr drehte es um und er salbte ihn, damit das, was für Böses gedacht war, zum Guten gewendet wurde. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Dann fuhr der Herr weiter und sagte, meine Tochter, ich wache wirklich über die Worte deines Mundes. Du kannst nicht hoffen, perfekt zu sein, aber ich kann. Ruhe darin. Ich wache über unsere Herde und darüber, was sie empfangen. Denn das war ein Punkt, woran ich anfing zu zweifeln. Habe ich nicht den Herrn gehört? Habe ich ihn verpasst? Und ich sagte ihm, danke dir, Herr, das hilft wirklich. Ich bin jetzt im Frieden damit. Ich glaube, dass Putin ein guter Mann ist,
aber er kann nicht unabhängig handeln und er wird im Moment in einen Würgegriff gezwungen, wo sein eigenes Überleben von seiner Reaktion abhängt, weil Obama Krieg will. Er versucht, unser Land zu zerstören und er wird dies durch einen Atomkrieg herbeiführen. Betet für Putin, denn wer weiß, was der Herr tun wird. Der Herr fuhr weiter. Wie kann ich sprechen? Meine Zunge klebt an meinem Gaumen in Erwartung dessen, was die Menschheit erleiden wird. Ich kann kaum sprechen. So schrecklich ist die Realität der Stunde, die über uns ist. Gebete werden geopfert als dicke Weihrauchwolken, die aufsteigen zum Thron meines Vaters von der ganzen Erde, denn meine Leute wissen, was kommt. Arrangements werden getroffen von meinen Engeln, die Urteile abzuschwächen in einigen Bereichen und Regionen aufgrund dieser Gebete. New York ist eine davon, obwohl sie die Höhe des Bösen in dieser Stadt nicht realisieren. Hier ist die Bevölkerung von New York gemeint. Diese Stadt wird mit Satans Thron verglichen, aufgrund des Bösen, was sie getan hat. Während das Schicksal der Stadt nicht geändert wird, wird das Schicksal ihrer Individuen geändert. Da wird Schutz und Versorgung gewährt werden für einige. Andere haben sich selbst zu einem duftenden Opfer für die Unerlösten gemacht. Das sind jene, die gesagt haben, Herr, wenn ich darin sterben muss, nimm mein Leben und gewähre einige Gnaden an jene, die unerlöst sind. Lass mich mein Leben zu einem Opfer für dich machen, für die Unerlösten. Da gibt es Wunder der Gnade und Herzen von der Größe einer riesigen Schlucht, die im Augenblick in der Fürbitte stehen. Mein Vater wird großes Mitleid haben mit vielen. Zu dieser Stunde, meine Kinder, kann ich die Wichtigkeit des Gebetes nicht genug betonen. Wenn ihr keine Last habt, müsst ihr nur fragen. Fangt an, in Zungen zu beten und wer immer euch in den Sinn kommt, opfert eure Gebete für sie und die Last wird sanft in eure Herzen gelegt werden. Verfolgt es weiter, seid empfindlich für meinen Geist. Durch den ganzen Tag und die ganze Nacht, denkt daran. Denkt an diese Menschen in euren Gebeten. Große Wunder der Barmherzigkeit werden geschehen aufgrund eurer liebevollen Herzen und eurer wachsamen Gebete. Da gibt es einen Thron für meine treuen Gebetskämpfer. Sie wünschen sich solche Dinge nicht und das ist genau der Grund, warum es sie dafür qualifiziert. Ja, Throne sind vorbereitet und von diesen Thronen aus werdet ihr Gerechtigkeit ausüben und den Unterdrückten Hilfe leisten. Eure Verantwortung für die Menschheit ist das, was euch qualifizieren wird, zu regieren. Nicht, dass euch das im Moment interessiert, aber seid gewiss, dass ihr in jenem Moment überglücklich sein werdet über die Macht, die euch verliehen sein wird, Böses in Gutes zu verwandeln, durch die Hilfe der Engel, die euch zur Seite gestellt sind. Für den Rest von euch, die noch keine Lasten empfangen haben, bis jetzt, bittet und sie werden euch gegeben werden. Ich verlasse euch jetzt mit diesen Worten der Ermutigung. Viele, die umkommen, wissen dies seit ihrer Erschaffung und sie stimmten zu, zum Wohle von anderen. Im Himmel werden so viele Dinge klar verstanden werden. Geistige Realitäten werden sehr wohl verstanden, auch von jenen Seelen,
die direkt aus der Herzenssubstanz meines Vaters erschaffen wurden. Sie verstanden ihr Opfer sehr wohl, bevor sie auf die Erde kamen. Andere, welche die Wege der Welt gewählt haben und mich wiederholt ablehnten, haben ihre Ewigkeit auch gewählt. Betet um eine Millisekunde Zeit, Buße zu tun in jener Stunde, damit ich eine Entschuldigung hätte, sie den Klauen Satans zu entwenden. Ihr seid dabei, in eine schreckliche Kriegszone einzutreten, meine Leute. Bitte, seid vorbereitet und haltet eure Gebete für die Welt aufrecht. Und über allem, klammert euch an mich. Klammert euch an mich mit all eurer Kraft. Ich bin mit euch, selbst in den dunkelsten Stunden. Ich bin dort mit euch. Klammert euch an mich.